Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Rachor TV. Ich sitze hier noch in Sydney und nutze die Gelegenheit, bevor ich nach Deutschland fliege, nochmal ein Bild zu produzieren, was drei verschiedene Elemente verbindet, die ich in meiner neuen Wohnung haben will. Gute Laune, Sonne und einen Ort, den wir als ja, einen sehr besonderen Ort für uns bezeichnen, und das ist der Bondi Beach. Wir haben ein kleines Filmchen gedreht, wie wir dieses Bild aufgenommen haben. Ich nehme euch dazu mal mit und danach gehen wir das Bild in der Bearbeitung auch noch durch. Als allererstes brauchen wir mal ein richtig schönes Eis, weil Eis gehört zu Sommer und ich will ein sommerliches Bild haben. Und da suchen wir jetzt mal was. Eigentlich wollten wir nur ein Eis haben, aber hier gab es nur Boxen mit irgendwie 20 verschiedenen Eissorten. Dann mussten wir halt ein bisschen rumwühlen und haben uns am Ende für eine Variante entschieden, die nicht 100% die ist, die wir haben wollten, aber... Kannst ja Photoshop. Stimmt natürlich. Dann nehmen wir einen so ein Package mit. Und dann sind die wenigstens kühl. Wir haben jetzt das Eis. Wir müssen uns aber hardcore beeilen, dass wir zum Strand kommen. Weil es ist mega warm hier. Und wir wollen hier kein geschmolzenes Eis fotografieren. Ich habe eine Bodylotion mit und damit kann sich Kräuti jetzt mal kurz die Hände eincremen. Guckt euch das mal an. Geil, oder? Müssen wir das irgendwie hinkriegen mit Film und halten. Also ich möchte, dass wir das so hier hinhalten. Und ich fotografiere und wir filmen. Kriegst du es so irgendwie hin? Aber es ist die falsche Hand. Die falsche Hand? Ja. Okay. Hand tauschen. Lecker. Geh mal näher an den Abgrund. Soll ich nochmal drüber decken? Ja, du musst einmal da drüber, damit es schön nass aussieht. Schmeckt? Gut. So, jetzt, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, warte, ich mach das mal so, damit die Leute auch sehen können. So ungefähr will ich das haben. Und dann lutschen. Es läuft über den ganzen Arm. Kannst du da mal drüber lecken? Nee. Ich mach jetzt, weil ich Fotos mache. Ich glaube, wir haben was im Kasten. Vor allem muss ich die Hände waschen gehen, weil sie sieht aus wie ein Schwein. Und ich gehe jetzt die Bilder durch und hoffe, dass irgendwas dabei ist mit euch zusammen am Computer.
Verzeiht die schlechte Tonqualität zwischendurch. Wir haben es mit dem Handy aufgenommen, weil wir einfach nur schnell eine Story mitnehmen wollten. Aber ich glaube, man versteht genug. Wir sind jetzt hier in Capture One. Ich habe eine kleine Auswahl gemacht von 5 verschiedenen Bildern, wo alle so ein paar kleine Problemchen haben. Also erstens habe ich den Ausschnitt sehr weit gewählt. Ich hätte es etwas enger nehmen sollen, aber das Problem dabei wäre gewesen, dass der Hintergrund extrem unscharf geworden wäre. Je weitwinkliger man ist, desto mehr Schärfe hat man auch in dem Hintergrund. Wenn ich mehr zoome, desto unschärfer wird es hier. Und man sieht schon, dass ich hier mit einer Blende 18 gearbeitet habe. Das ist schon enorm, weil ansonsten wäre hier nur noch Matsch gewesen und ich will so ein bisschen das Lebendige in dem Hintergrund trotzdem auch noch zu sehen haben. Und deswegen habe ich bei vollem Sonnenschein sogar ISO 500 genommen, weil ich sicher sein wollte, dass das auf jeden Fall hell genug ist und dass ich mit der Blende ein bisschen arbeiten kann. Und in dem Fall habe ich eine 320stel Verschlusszeit genommen und hätte damit noch ein bisschen das Licht regulieren können. Also das war vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe deswegen so viel drauf, weil ich so einen kleinen Kompromiss irgendwo an einer Stelle machen musste. Als erstes möchte ich mal ein Bild auswählen. Ich glaube, ich nehme das oben rechts, weil das Gelb noch in dem oberen Hintergrund ist und das grafisch mir am besten gefällt. Es ist schön gerade, deswegen muss ich nicht ganz so viel wegschneiden. Nehmen wir mal den Originalausschnitt und ich mache den mal so ein bisschen kleiner. Ich muss ja nicht alles bearbeiten. Ich lasse einen Tick mehr drauf, als ich haben will, denn am Ende kann ich noch mal ein Stück beschneiden, aber ganz alles will ich nicht bearbeiten. So, dann gehe ich da mal näher ran. Und ganz wichtig ist mir, dass der Horizont auf jeden Fall schon mal stimmt und deswegen ziehe ich den schon mal gerade. Zack, das ist nicht besonders viel. So, dann haben wir noch das Problem mit der Hand, weil wir haben hier extreme Rot- und Gelbtöne drin und die will ich etwas bearbeiten. Das heißt, ich gehe hier rein und nehme mir bei Capture One den Farbeditor Hautton und gehe hier rein, klicke mir die Stelle an, die ich schön finde mit der Pipette und drehe hier an der Homogenität. Das Gelb brauche ich nicht mitnehmen, aber dafür mehr von dem Rosa. Dann will ich auch noch die Blautöne ein bisschen türkiser haben. Schön fresh. Und ich nehme die Tiefen ein bisschen aus dem Bild heraus und die Höhen etwas rein. Und den Rest mache ich in Photoshop. Ich lasse das Ganze mal etwas schneller abspielen und erkläre zwischendurch, was ich mache. Erstmal will ich das Ganze ein bisschen gerade rücken und transformiere mir eine extra Ebene so, dass alles schön gerade ist. Damit die Kanten schön sauber sind, verflüssige ich das Ganze noch ein bisschen und verforme so ein bisschen die Hand. Ich will ja, dass das Ganze super grafisch wirkt und wie so ein Grafikerplakat dann später in der Wohnung hängt. Als allererstes mache ich mir noch eine extra Ebene und retuschiere alle kleinen Flecken weg. Kurioserweise waren hier sogar Fussel auf dem Eis. Die müssen natürlich alle aus dem Bild raus, weil wenn ich das nachher groß printe, sieht man das. Als nächstes ist hier eine Dodge & Burn Ebene mit einer Grauebene drüber gelegt, sodass ich die Schatten gut sehe und ich versuche auf der ersten Dodge & Burn Ebene das komplette Eis und alles richtig schön auszugleichen, damit das schön gerade ist. Ich möchte nämlich dieses Eis, was so ein bisschen durchgenudelt aussieht, ein bisschen neuer aussehen lassen, weil so neu kommen die gar nicht aus der Packung. Und als nächstes male ich ein paar Highlights und Lowlights rein, ein paar Kanten rein, alles nur mit heller und dunkler machen, damit das Eis wirklich schön sauber wie so ein sommerliches Eis aussieht. Weiter geht es mit der Hand. Auch hier sollen alle dunklen Flecken erstmal weg. Die Fingernägel sollen schön sauber aussehen, gepflegt aussehen und da mache ich erstmal alle Flecken weg. Kleiner Tipp an der Stelle für alle Photoshopper, wenn ihr im Nagelbett die dunklen Stellen wegmacht, also ganz an der Kante, dann sehen die Finger schon schön und klar aus. Auch der dunkle Rand sollte schön hell sein, aber eine klare durchgehende Fläche will ich dann auch nicht. Ich switche manchmal so ein bisschen hin und her zwischen Dodge & Burn
Und dem Stempeltool dann später korrigiere noch ein bisschen und male hier jetzt tatsächlich mit dem Pinsel einfach nur auf die Fingernägel mit der Farbe, die ich dort vor Ort aufnehme. So kann ich nämlich richtig schön saubere Nägel retuschieren. Das Ganze dauert schon ein bisschen und ich muss immer wieder neu die ganzen Sachen angehen. Hier färbe ich das Eis so ein bisschen nach und wähle jetzt nur das Eis aus, sodass ich wirklich das Ganze schön orange habe. Unten wollte ich so einen kleinen rotstichigen Verlauf haben, sodass das Eis richtig fresh aussieht. Dann korrigiere ich auch im Nachhinein einfach noch ein paar Mal alle kleinen Stellen, die mir auffallen und gehe nochmal mit Dodge & Burn, also mit heller machen und dunkler machen, nochmal über die Hand. Nehme diese Riffel mal komplett weg und reduziere dann die Deckkraft von der Ebene ein bisschen runter, damit die gar nicht ganz so intensiv auffallen, weil das Bild ja schon insgesamt sehr hell ist. Schauen wir uns nochmal das Original an und das Bearbeitete und jetzt nochmal beide zum Vergleichen. Ich freue mich schon, wenn ich dieses Bild gedruckt sehe, Leute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei der Sache und konntet ein paar Sachen mitnehmen. Vergesst nicht, Rachor-Post abonnieren, Academy anschauen und wir sehen uns im nächsten Video.